Dass man Aufstriche auch als Dip verwenden kann, ist jetzt kein Geheimnis, denn alles, was aufs Brot kann, kann auch gedippt werden, weil das ja klar ist. Und im Idealfall haben diese Brotaufstrich-Dips dann richtig viel Eiweiß, zumindest mehr als der Schmarrn aus dem Supermarkt, und deswegen zeige ich euch heute 5 eiweißreiche Brotaufstriche oder Dips und lege euch dann auch gleich noch einen Baukasten an die Hand, so dass ihr eure Dips und Aufstriche in allen Variationen in Zukunft selber machen könnt. Ich bin der Ken, Ernährungsberater, und ich möchte euch einfach zeigen, wie vollwertige und ausgewogene Ernährung aussehen, aber vor allem schmecken kann. Denn merkt euch eins, wenn das Essen nicht schmeckt, dann kann es noch so gesund sein. Ich esse es einfach nicht, und das wollen wir ja nicht, oder? Und jetzt viel Spaß beim Video. Grundbaustein eiweißreicher Brotaufstriche sind Nüsse, vorzugsweise eingeweicht, Vollkorngetreide oder wie in unserem Fall Pseudogetreide und Hülsenfrüchte. Das liegt ganz einfach daran, dass das Aminosäureprofil pflanzlicher Lebensmittel oft nicht komplett ist, was die essentiellen Aminosäuren betrifft, und deswegen ist es einfach notwendig, wenn wir Dips oder Aufstriche ohne tierische Produkte kreieren, dass wir auch eben da auf ein gutes Aminosäureprofil achten, und somit kommen wir nicht um eine Kombination von den 3 genannten Komponenten herum, wenn wir auch bei einem Brotaufstrich auf eine gute Eiweißversorgung achten wollen. Welche Art von zum Beispiel Nüssen ihr gerne verwendet, ist dabei wurscht, egal ob Walnuss oder Hanfsamen. Im Endeffekt eignen sich alle Nüsse und Samen, aber auch Nussmusse sind eine hervorragende Eiweißquelle. Im Schnitt bringen uns Nüsse 24 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Auch bei den Hülsenfrüchten ist es relativ egal, ob jetzt Linsen, Erbsen, Mungbohnen, Bohnen oder Kichererbsen verwendet. Im Schnitt versorgen uns Hülsenfrüchte mit über 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm ungekochter Frucht. Auch bei Getreide verhält es sich so, was euch schmeckt, darf verwendet werden. Wenn ihr vermehrt auf Eisen achten wollt, dann nehmt Hirse. Wenn ihr komplettes Aminosäureprofil bevorzugt, dann Quinoa. Und wenn euch Beta-Glucan wichtig ist, dann eignet sich Gerste. Aber auch alle anderen Sorten sind wertvolle Mineral- und Ballaststofflieferanten. Und im Schnitt liefert Getreide um die 13 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm ungekocht. Aber nur so schmeckt der Krampf natürlich nach Arsch und Friedrich, und deswegen brauchen wir auch noch einen Basisgeschmack. Der besteht immer aus Zwiebeln und Knoblauch, mit 8 Zwiebeln und 8 Knoblauchzehen oder 16. Da fahrt ihr schon mal nicht schlecht, und alles, was übrig bleibt, haut halt in euren Eintopf. Meistens kombiniere ich den Basisgeschmack noch mit ein bisschen Ingwer, den schäle ich mit dem Kochlöffel, bei Teelöffel ist für Anfänger und Esslöffel für Noobs. Habt's mir, aber das ist absolut optional, und weil ich noch ein paar Schwammerl habe, die weg müssen, kommen die Champignons auch noch in unseren Basisgeschmack mit rein. Aber wie gesagt, Zwiebel und Knoblauch sind da vollkommen ausreichend, und die werden bei niedriger Hitze ganz langsam angebraten, und alle Zusatzzutaten, wie jetzt hier der Ingwer und die Champignons natürlich auch. Aber achtet darauf, dass die Hitze wirklich klein ist, so ähnlich wie wenn ihr Zwiebelsuppe macht. Die Röstaromen sollten sich sehr langsam bilden und die Zwiebeln entwickeln dann auch noch so eine schöne, sanfte, natürliche Süße. Wie viele Röstaromen sich schlussendlich bilden, entscheidet ihr. Von nur ganz leicht bis schön dunkelbraun ist alles erlaubt und beeinflusst halt später den Basisgeschmack. Da die meisten Aufstriche aber auch einen Namen brauchen, schließlich kommt sie nicht drum herum, bei der nächsten Grillparty Auskunft zu geben, ist es jetzt ein Brokkoli-Aufstrich oder Auberginendip, Zucchini oder Süßkartoffelaufstrich, brauchen wir einen Kerngeschmack, und den bringen uns verschiedenste Gemüsesorten, die dann eben auch gleich noch der Namensgeber sind. Beim Brokkoli ist es so, dass wir dann nur den Strunk brauchen. Die Röschen sind ein bisschen zu schade für den Dip oder den Aufstrich. Die kommen besser in einen Salat oder in eine Gemüsepfanne oder so. Also schneidet die Röschen ab, zurück in den Kühlschrank damit, und den geschälten Strunk schneidet einfach in Würfel. Das könnt ihr im Endeffekt für jedes Gemüse machen, das euch taugt. Für Leute mit Diabetes Typ 2 Problemen eignet sich besonders eine Süßkartoffel. Die haben viel vom Stoff Kajabo, der mittlerweile nachweislich einen sehr positiven Effekt auf euren nüchternen Blutzucker hat. Und jeder, der an Diabetes Typ 2 leidet, sollte es mal versuchen, regelmäßig Süßkartoffeln in den Speiseplan einzubauen. Auberginen eignen sich ebenfalls hervorragend für einen Aufstrich. Sobald die ein bisschen salzig und röstig sind, entwickeln die so einen affengeilen Geschmack. Da sagt man bei uns einfach sakrisch gut. Oder richtig gutes Zeug, richtig gut. Außerdem sind die Anthocyane in der Schale extrem potente Pflanzenfarbstoffe. Auch Paprika gibt einen dankbaren Kerngeschmack. Jeder, der schon mal Ofenpaprika gemacht hat, weiß, was die können. Und wenn man dann noch ein bisschen Rauchpaprika ranmacht, alter Falter, müsst ihr mal probieren. Auch Wurzelgemüse ist ein perfektes Gemüse für Aufstriche und Dips, egal ob Karotte oder hier Pastinake. Sobald die Röstaromen entwickeln, kommt auch hier eine schöne, dezente Süße mit ins Spiel, und trotzdem bleiben sie sehr dominant im Geschmack. Also genau das, was wir für einen Aufstrich brauchen. Unser Gemüse wandert dann auf dem Backblech, und normalerweise macht ihr ja nicht gleich 5 auf einmal.
einmal, sondern vielleicht zwei oder maximal drei. Schaut da einfach drauf, dass ihr Sorten verwendet, die ungefähr die gleiche Zeit im Ofen brauchen. Ein bisschen Olivenöl und Salz dazu und dann so lange rösten, bis ihr zufrieden seid. Richtig schwarz, wie man es bei eingelegter Paprika kennt, wo man die Haut dann abzieht, oder Baba Ganoush, sollte das Gemüse nicht sein, weil es eben mit der Haut verwendet und sonst unser Dip oder Aufstrich zu bitter wird. Und dann kannst du in der Pfeife rauchen. Jetzt haben wir Basisgeschmack und Kerngeschmack und kommen zu den Nuancen. Und dabei spielt die saure Komponente eine ganz wesentliche Rolle. Säure rundet im Endeffekt jedes Gericht ab und eben auch unsere Aufstriche, ob Zitronensaft, Apfelessig, dunkler Balsamico oder Reisessig. Und wer kein Reisessig hat, nimmt heute einen hellen Balsamico. Aber ohne Säure fehlt auf jeden Fall das gewisse Etwas. Außerdem helfen uns organische Säuren dabei, die Bioverfügbarkeit bestimmter Mineralstoffe und Spurenelemente zu steigern und erleichtern somit die Aufnahme. Und jede saure Komponente braucht auch einen Gegenspieler. Und das ist immer was Süßes. Oft reichen da auch nur ganz kleine Mengen, um dann eine schöne Harmonie zwischen süß und sauer herzustellen. Aber wer trotzdem Angst vor kleinen Mengen Zucker hat, der kann da auch auf Ersatzstoffe wie Erythrit oder Xylit zurückgreifen. Ich bin da jetzt nicht der allergrößte Fan, aber hin und wieder greife ich auch mal auf Xylit oder Erythrit zurück. Vor allem dann beim Kuchen, wo sonst unnormal große Mengen an Zucker rankommen würden. Last but not least ist natürlich Salz und Umami. Die Geschmacksträger sind das i-Tüpfelchen und machen aus einem guten Aufstrich einen sehr guten Aufstrich. Vor allem so Komponenten wie Miso oder Natto-Miso bringen hier jede Menge Bums ins Gericht, aber auch einfachere Zutaten wie getrocknete salzige Tomaten oder eingelegte Oliven, Sojasauce und Currypaste sind im Endeffekt unverzichtbare Komponenten, wenn es nicht wusst, dass euer Aufstrich so langweilig wird, dass am Nachbarn die Fierce einschlafen. Außerdem steigern auch fermentierte Lebensmittel wie Miso oder Kimchi, haben wir vergessen hier, die Bioverfügbarkeit von Lebensmitteln sollten einfach fester Bestandteil sein. Was Gewürze betrifft, halte ich mich raus. Ihr wisst, was ihr habt und was euch schmeckt. Wenn es jetzt nicht Kurkuma, Paprika, Kreuzkümmel, Rauchpaprika, Oregano oder wilder Thymian aus Kreta von der Community ist, dann nehmt einfach das Zeug, was ihr gerne in euer Essen reinpfeift. Grundsätzlich zwingt euch ja keiner, Neues auszuprobieren, auch wenn es dank Internet noch nie so einfach war wie heute. Jetzt können wir endlich anfangen zu kombinieren. Eine Paprika, 40 Gramm Mandeln, 1 Teelöffel Rauchpaprika, einen halben Teelöffel Kreuzkümmel, ein Viertel Teelöffel Ahornsirup, einen Teelöffel hellen Balsamico, einen halben Esslöffel helles Miso, 1 Esslöffel Olivenöl, 120 Gramm weiße Bohnen, einen halben Teelöffel Zimt und so viel Wasser, dass sich's mixen lässt. Und fertig ist euer rauchiger Brotaufstrich. Und ihr schreibt mir bitte mal eure Lieblingstipps in die Kommentare, damit ich weiß, wie euer Geschmack so aussieht, was Aufstrich oder Tipps angeht. Weiter geht's mit einer Aubergine, 1 Esslöffel Röstzwiebel, 120 Gramm Kidneybohnen, 100 Gramm Quinoa, einen halben Esslöffel dunkles Miso, einen Teelöffel Sojasauce, eine kleine Prise Zucker, einen Schuss Zitronensaft, 40 Gramm Walnüsse, ein bisschen Majoran, so viel Wasser und Öl, dass es gescheit mixen lässt und fertig ist euer Auberginenaufstrich. Und wenn ihr statt Majoran Thymian verwendet, dann schmeckt er ganz anders. Jetzt machen wir nur Süßkartoffeln mit 120 Gramm Kichererbsen, einen Esslöffel Tahini, einen Teelöffel Kurkuma, einen Teelöffel Kreuzkümmel, einen Schuss hellen Balsamico oder Zitronensaft, eine Handvoll eingeweichte Tomaten, Prise Salz. Und wenn es auf den Süßkartoffelhummus noch Röstzwiebel und Quinoa draufhaut, dann habt's Hummus mit Röstzwiebel und Quinoa. Vierter Aufstrich, Brokkoli, 120 Gramm Erbsen, ein Esslöffel Cashewmus, ein bisschen Umesu oder was anderes salzig-saures, Kimchi vielleicht. Einen Teelöffel eurer Lieblings-Curry-Mischung, die Zwiebel, ihr merkt schon, ihr könnt es zusammenmischen wie die Dachdecke und zum Schluss nur den Quinoa nicht vergessen. Und wer den nicht mag, lasst ihn heute weg, ein bisschen weniger Eiweiß bringt euch auch nicht um. Zum Schluss haben wir nur die Pastinaken und 120 Gramm rote Linsen, einen Schuss dunklen Balsamico, ein bisschen Thymian, ein bisschen Oregano, gescheit Mandelmus, Prise Salz und fertig sind Pastinaken mit Oliven und Röstzwiebeln und Quinoa. Und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass ihr da ruhig rum experimentieren könnt. Ansonsten schneidet heute Scheiben Roggenbrot ab oder Scheiben Lieblingsbrot oder gar kein Brot, weil ihr kein Brot mögt. Hauptsache erfüllt dann eure Dips in Schnapsglasel, so wie den Paprika-Bohnen-Dip oder den Süßkartoffel-Kichererbsen-Dip, den Pastinaken-Linsen-Dip, Auberginen-Kidney-Aufstrich und Brokkoli-Erbsen-Aufstrich. Das waren jetzt 5 eiweißreiche Dips und Aufstriche. Und wenn die euren Geschmack nicht treffen, dann kombiniert halt anders. Mit dem Baukastenprinzip könnt ihr nach Lust und Laune kombinieren und euren Geschmack herausfinden. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund, macht einen Aufstrich, schreibt ganz viele Kommentare und lasst ein Abo da, weil das ja klar ist. Haut's rein.